Hochzeitsmesse Online TV heute zu unserem quasi Late Night Opening. Und ja, wie das immer so ist an quasi unseren offiziellen Live-Zeiten, die natürlich auf unserer Homepage da draufstehen, sind wir immer unterwegs oder auch in einem Zoom-Meeting aktiv, um euch da draußen unsere Dienstleister der Hochzeitsmesse online und natürlich deren Leistungen ja ins Wohnzimmer zu bringen. Denn wir sorgen für spannende Informationen, tiefsinnige Einblicke in die Leistungen unserer Aussteller und ja, ihr könnt ganz genüsslich zu Hause auf der Couch sitzen, euch das live anschauen und natürlich auch dazustoßen und natürlich auch gerne Fragen stellen gleich im Verlauf unseres Interviews. Ja, ihr könnt live zuschauen bei Facebook, Hashtag Hochzeitsmesse Online. Bei TikTok sind wir auch live heute vertreten unter Hochzeitsmesse Online. Und natürlich auch auf jeder Eventbühne bei www.hochzeitsmesseonline.de könnt ihr auch live zuschauen. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich kann jetzt zwar live was sehen, würde aber gerne mit ins Zoom-Meeting dazustoßen, weil ich Fragen habe, dann zeige ich euch mal eben, wo ihr die Login-Daten findet. Ihr geht quasi einfach auf unsere Homepage www.hochzeitsmesseonline.de und dann klickt ihr hier oben auf Infos. Und dann öffnet sich der Infocounter. Den Infocounter findet ihr auch in jeder Messestadt in Deutschland. Und dann geht ihr hier auf Live-Events, auf Events, Live-Events. Und dann seht ihr quasi immer unsere Events und Zoom-Meetings, Zoom-Livestreams, die wir für euch vorbereitet haben. Und hier findet ihr die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting. Einfach eingeben und dann live dabei sein. Und ja, wenn ihr Lust habt, Fragen stellen. Ansonsten seht ihr hier, demnächst kommen auch die Apriltermine hinzu, wann wir wieder welche Live-Termine für euch präsentieren. Und wenn ihr sagt, Mensch, habe das Video nur halb oder das Interview nur halb gesehen oder ich habe es vielleicht komplett verpasst oder ich hätte gerne noch Informationen über andere Dienstleister, dann geht ihr einfach hier auch auf unserer Startseite. Geht einfach nach unten und dann seht ihr hier unseren TV-Kanal. Den könnt ihr anklicken und dann landet ihr bei www.hochzeitsmesseonline-tv.de und dort gibt es, ich sag mal, gefühlte 60, 70 Zoom-Live-Meeting, Livestreams aus Locations, Brautgeschäften, etc., wo wir auch eine Stunde wirklich rund um das jeweilige Thema uns mit dem jeweiligen Dienstleister unterhalten haben. Also schaut vorbei, kommt live vorbei. Und freut euch, dass wir zu Hause in euer Wohnzimmer kommen mit spannenden Informationen. Ja, und wir sind quasi schon in einem weiteren Wohnzimmer und das Ganze in Berlin. Und da sind wir bei der lieben Andrea Jakubait von La Dolce Vita und heute haben wir das große spannende Thema Brautstyling. Hairstyling und Make-up. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich bei Facebook reinschaue, davon gibt es nur drei in Deutschland. Irgendwie gefühlt sucht jede Braut Hairstyling und Make-up. Ja, ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Andrea. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Brautpaare hier bei Hochzeitsmesse Online TV, um vieles von dir und quasi deiner Dienstleistung zu erzählen. Ich würde einfach mal sagen, steigen wir ein, stelle ich mal eben persönlich unseren Brautpaaren vor. Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Andrea Jakubait und ich habe in allererster Linie ein klassisches Friseurgeschäft im Süden von Berlin, in Friedenau, mit dem ganz besonderen Herzensprojekt, Herzensaufgabe des Brautstyling, im Prinzip Haare und Make-up. Und dafür sind wir in Berlin, Brandenburg, Umgebung unterwegs. Ich sage immer, wenn wir gefragt werden, ob wir überall hinkommen, ich sage, ich komme auch auf den Mond, ist alles nur eine Frage des Preises. Damit ist die eine Frage schon geklärt. Ja. Also ja, ihr sitzt im schönen südlichen Teil von Berlin und letztendlich fährst du überall hin. Das ist schon mal eine Antwort, nicht nur in Berlin oder Umkreis. Klar, eine Frage des Preises ist das natürlich immer, wenn man sagt, hey, ich möchte eine Dienstleistung in Kauf nehmen oder gerne haben, die natürlich von meinem Ort des Geschehens, der Hochzeit, etwas weiter weg ist. Ja, du sagst, ihr sitzt in Berlin, ihr seid nicht irgendwer in Berlin. Wir haben eben schon ein bisschen privat getalkt. Ihr seid ja in den Top-10-Stylisten. Ne? Mhm.
Seit 2019 dürfen wir uns zu den 10 besten Hochzeitsbrautstylisten in Berlin zählen. Sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf. Wir haben uns das über viele Jahre erarbeitet, da einen guten Ruf uns aufzubauen im Sinne von Zuverlässigkeit, fachliches Know-how und natürlich auch seelischer Begleiter am Hochzeitsmorgen. Und das ist ja schon eine sehr private Aufgabe, muss man ja sagen, ne? Dass wir Stylisten, im Prinzip keiner ist so nah an der Braut dran wie der Stylist. Ja? Die Braut macht uns morgens die Tür in ihrem Morgenmäntelchen auf und quasi komplett ungeschminkt etc. Und das ist natürlich so, nah ist kein Gast den ganzen Tag dabei. Ne? Klar, die wird gefeiert zusammen, aber wir dürfen auch ein Stück weit zur Geschichte dieses großen Tages beitragen. Und das ist natürlich eine besonders schöne und ganz wertvolle Arbeit für mich. Nicht nur für dich, natürlich für die Braut auf jeden Fall auch. Ne? Also, ja, klar. Ihr seid natürlich ganz nah dran und ihr weckt die Bräute morgens schon und dann, ne? Ist ja, nicht, kann man so sagen. Ist nicht wie in Hollywood in teure Filme, wo schon alle geschminkt aufstehen und gestylt. Ja. Ne? Das stimmt, ja. Da sieht das echte Leben ein bisschen anders aus und ihr kommt dann und zaubert wirklich was im stylistischen Bereich. Ihr habt euch das erarbeitet, sagst du gerade, wie lange bist du oder seid ihr schon auf dem Markt oder bist du schon quasi in dieser Branche aktiv? Ne? Also ich bin tatsächlich in der Branche schon seit, ich habe es mal tatsächlich durchgerechnet, seit ein bisschen mehr als 25 Jahren aktiv. Ich habe vorher ganz viele Jahre als angestellter Friseur gearbeitet und war halt immer auf der Suche, dass mir irgendwas gefehlt hat. Und tatsächlich seit 11 Jahren mit meinem eigenen Salon habe ich mich selbstständig gemacht und habe einfach von Anfang an überlegt, wie will ich mich besonders machen, wie will ich mich abheben. Und da kam natürlich dazu, dass ich im Zuge meiner eigenen Hochzeitsvorbereitung einfach gemerkt habe, wie schwierig das ist, jemanden zu finden, der das von Herzen gerne macht und der es kann und der sich auch der Verantwortung eines solchen Tages bewusst ist, sage ich mal. Ne? Und häufig genug bekomme ich kurzfristige Anrufe, dass der Stylist abgesprungen ist, weil er jetzt im Urlaub ist oder hat eine Familienfeier oder Einschulung selber etc. Da ist immer so, dass ich dann denke, oh Gott sei Dank plane ich immer ein Jahr im Voraus meinen Urlaub, sodass ich in den 11 Jahren tatsächlich noch keine Braut insofern hängen lassen musste, als dass ich sie an der Stelle abgeben musste, ne, wenn irgendwas bei mir schon gebucht war. Also das ist schon toll, sind wir schon ganz stolz drauf. Das ist auch, ich sag mal, ein guter Hinweis, auch diese Vertraulichkeit und auch die Sicherheit oder das Zuverlässige, ne, was du jetzt schon erwähnt hast und ausstrahlst, denn ich sag mal, ihr seid ja auch eine ganz persönliche Dienstleistung, mal hart gesagt, ihr seid ja auch künstlerisch irgendwo aktiv und da habt ihr natürlich auch euren Schliff und euren Style. Und wenn natürlich dann, welche gibt, die sagen, ich kann leider nicht, weil mein Kind eingeschult wird, wenn so eine Braut oder wenn die Braut sich quasi da drin verliebt hat in diesem Style und der Stylistin vertraut und dann natürlich kurzfristig abgesagt wird, dann ist das natürlich schon dramatisch, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Ja, weil es ist halt einfach, es gibt ja ganz, ganz tolle Berufskollegen, die auch viel unterwegs sind etc., aber die haben natürlich auch ihre privaten Pläne und Ferien, weil sie auch Kinder haben, Kinder bekommen etc., das ist auch alles völlig normal. Manche Dinge lassen sich nicht planen, aber wir sind da inzwischen auch sehr, sehr gut vernetzt, als dass, wenn wirklich mal was sein sollte, dass man sich da sicherlich untereinander auch helfen kann. Aber wir sind da tatsächlich insofern ganz, ganz stolz auch drauf, dass wir auch krankheitsbedingt noch nie ausgefallen sind. Das ist ja immer so, dass ich ja denke, oh Gott, wenn sowas mal passiert. Aber wir haben, wie gesagt, inzwischen ein Netzwerk aufgebaut und ein Team, wo wir darauf zurückgreifen könnten. Das bin also nicht nur ich alleine, sondern mein Team. Wir sind da gemeinsam unterwegs und inzwischen auch meine Auszubildenden, die da auch reinwachsen. Also das ist schon, macht schon große Freude, das auch so weiterzugeben. Zuverlässigkeit sollte groß geschrieben werden, gerade auch in unserer Branche, ne? Denn so eine Hochzeit kann man nicht mal eben wiederholen. Nee, das ist schwierig. Ne? Und gerade bei vielen Dienstleistern ist es ja doch, dass es wirklich auf diese persönliche Note ankommt.
wo das Brautpaar oder die Braut sich dann drin verliebt hat und sich darauf freut, sei es der Fotograf, der natürlich seine Handschrift hat, sei es die Trauredner, also viele sehr persönliche Dienstleister, die Stylistin, und wenn die natürlich da ausfallen oder ich sag mal nicht ganz so zuverlässig und vertraulich arbeiten, dann ist das eigentlich der Branche nicht so geholfen. Und wie du schon sagst, bei euch sind noch keine Termine ausgefallen. Nee, Gott sei Dank. Zuverlässigkeit großgeschrieben, und das ist ja auch wichtig, wo die Paare dann auch drauf vertrauen können, sage ich jetzt mal, dass es dann richtig ist. Ne? Ja. Wie viele seid ihr so bei euch im Team, weil du von deinem Team sprichst? Klar, du hast Background, wenn was passiert, aber bei euch selber? Genau, wir haben jetzt zwei Auszubildende, die auch mit diesem Thema insofern sich so langsam mehr und mehr vertraut machen. Und noch eine weitere Vollzeitmitarbeiterin, die mit mir das Brautstyling macht, die jetzt auch zwischenzeitlich in Elternzeit ist und hat sich insofern ganz, ganz gut abfedern lassen, dadurch, dass ja Corona-bedingt viele, viele Hochzeiten nicht stattgefunden haben, sodass ich die selber im vergangenen Jahr mehr oder weniger alleine bestreiten konnte. Und jetzt geht es wieder so langsam los und sie kommt insofern auch zurück, als dass sie da auch Unterstützung hat in der Familie, als dass sie da natürlich auch sich wieder ins Brautstyling stürzen kann, wo sie natürlich auch große Freude dran hat. Und ein weiterer Mitarbeiter, der ist bei mir noch im Salon und kümmert sich um unseren klassischen Salonalltag. Wir haben ja da auch gut zu tun, sodass wir das gut aufgeteilt haben und natürlich immer auf der Suche sind auch nach weiteren Stylisten, die mit uns arbeiten wollen, ganz klar. Na, also gut aufgestellt. Ja, kommen wir quasi mal ins Eingemachte. Jetzt hat die Braut euch irgendwo gesehen in der Werbung, auf Hochzeitsmesse online das Video und sagt, Mensch, ne, ganz sympathisch die Andrea. Ne? Und wir werden jetzt natürlich ein paar Infos loswerden. Nach dem Video weiß die Braut schon mehr über euch. Jetzt kommt die zu euch. Haben die Bräute Vorstellungen oder wie startest du so? Quasi ins Styling rein. Also die ganz klassische Variante ist, die ganz klassische Variante ist, dass wir natürlich als zuallererst immer darum bitten, uns eine E-Mail zu schreiben, dass sie sich auch nicht den Weg einfach so umsonst macht oder so oder uns anruft, dass wir natürlich erstmal schauen, ob der Termin frei ist und bieten dann natürlich die Möglichkeit, selbstverständlich, dass sie einen Probetermin mit uns vereinbaren kann, wenn ihr die Arbeit zum Beispiel in unseren Social-Media-Kanälen oder auf Empfehlungen oder Google-Rezensionen, wenn ihr das alles gut gefällt, sie dann ein gutes Bauchgefühl hat, kann sie natürlich sofort einen Probetermin vereinbaren, sodass der Termin natürlich noch verfügbar ist. Oder sie kann natürlich auch erstmal einen Kennenlerntermin bei mir im Salon vereinbaren, wo ich alles mit ihr genau bespreche, wie wir so arbeiten. Und weil die Chemie soll ja auch stimmen. Ne? Fachlich ist ja eine Sache, aber es ist ja auch so ein emotionaler Tag und es ist auch ein emotionales Thema. Nicht jeder darf in die Haare reingreifen oder ins Gesicht fassen beim Make-up. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Und von daher ist da für mich ganz wichtig, einfach diesen Kennenlerntermin anzubieten, dass wir uns erstmal beschnuppern können sozusagen und uns kennenlernen können und sie mir alle Fragen stellen kann, die sie mag und natürlich mir auch ihre Wünsche anhand von Bildern schon mal zeigen kann und sodass wir danach dann den Probetermin ausmachen in der Regel. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Manchmal findet es ein knappes Jahr vorher schon statt, mal erst 6 Monate, je nachdem, sage ich mal, wie es so passt, aber ich empfehle halt immer, sich ja im Prinzip so 2, 3 Dienstleister rauszusuchen, sobald ich weiß, wann ich heirate, mir ein paar Dienstleister rauszusuchen, erstmal Termin anzufragen, ob der frei ist und dann tatsächlich mal vorbeizugehen, um sich mal kennenzulernen. Das ist so der Ablauf, also bis es dann weitergeht. Das ist der Start. Ja, du sagst natürlich das Persönliche, ne? Die Chemie muss stimmen, weil seid ihr, du, ganz nah dran an der Person. Nicht jeder möchte sich im Gesicht rum vorstellen lassen, sage ich. Ja, ja. Als Mann platt, ja. Oder an der Haare, wobei, gut, bei mir wäre es jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber man sieht sich ja auch in anderen Umständen, sage ich jetzt mal. Ne? So, ne? Man steht vielleicht gerade auf, man ist noch nicht so ganz gekleidet. Also man ist ja schon sehr intim auch zusammen. Natürlich, klar. Und sehr nah und da ist natürlich die Chemie über das Können hinaus auch sehr, sehr wichtig und das ja ist natürlich das Gute, dass man das dann in dem persönlichen Gespräch, wo man sich dann auch kennenlernt, feststellt, ob es passt oder nicht. Ne?
Genau, naja, und es ist ja auch so, wenn wir fahren ja dann teilweise auch ins Hotel oder in andere Location, Ferienwohnungen etc., aber häufig genug sind wir auch bei den Bräuten zu Hause. Und ja, also es gibt halt auch Menschen, die mögen halt nicht so gerne fremde Menschen in ihr persönliches Umfeld lassen, ne? Also ich meine, das ist ja auch, das kommt ja noch dazu. Und wir bieten es aber auch gleichzeitig an, wenn jemand es nicht so gerne mag, dass er auch zu uns in den Salon kommen kann. Wir haben genug Platz, man kann sich bei uns umziehen, auch mit Kleid und dann direkt vor der Tür abholen lassen. Das geht also auch. Aber die meisten, gehe ich mal von aus, machst du eher zu Hause oder im Hotel? Ja, die meisten wünschen sich Also. das in der Tat auch, weil sie nicht durch die Gegend fahren wollen, klar. Und natürlich geht es ja auch darum, viele Fotografen bieten inzwischen dieses Getting Ready gar nicht mehr. Also es ist nicht mehr wegzudenken, sage ich mal so. Viele buchen das mit, weil es ja auch zur Geschichte des Hochzeitstags dazugehört. Und ich finde es halt auch insofern schön, weil so ein Fotograf natürlich immer noch andere Momente einfängt, wenn die Braut zurechtgemacht wird, auf die man selber mit einem Selfie oder mit einem Handy einfach doch gar nicht kommt. Ne? Und von daher ist das schon schön, das zu sehen. Und die meisten entscheiden sich tatsächlich eher in ein Hotel zu gehen, sich was Hübsches auszusuchen, dass sie sich so ein bisschen also in eine Atmosphäre vorbereiten, die halt auch ja, einfach noch schönere Bilder vielleicht hergibt, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, bei der Freundin auf dem Sofa schlafen würde, wenn man die Nacht vorher getrennt verbringen möchte. Oder ja, manchmal sind die Wohnungen, die sind ja teilweise auch nicht so riesig groß, ne? Und da ist natürlich schwierig, sich mit auszubreiten und so weiter. Also ich meine, ich kann arbeiten, wenn es einfach nur wenig Platz ist. Das geht, ja. Aber die Braut soll sich ja auch wohlfühlen und sich selber auch ein Stück weit feiern für diesen Tag, dass sie sich das gönnt. Das ist doch Soll sich schön. wohlfühlen, und wenn dann Ja. der verkaterte Ehemann vom Junggesellenabschied abends vorher noch stört, nervt er auch nur. Ne? Meistens ist der ausquartiert. Genau. Ne? Nein, klar, Wohlfühlcharakter gehört dazu. Ne? Ist ja Absolut. auch eine schöne Sache, und man soll das ja auch genießen als Braut. Und wie du schon sagst, Getting Ready ist natürlich auch so eine Sache, die kaum wegzudenken ist, noch heutzutage, wo das Ja. begleitet wird. Und wo natürlich, wenn der Fotograf das richtige Auge und den richtigen Blick hat, tolle Erinnerungen letztendlich dann auch ja, geschossen werden, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ja. Zum Styling jetzt so direkt klar, die Chemie stimmt, alles gut. Haben die Bräute da Vorstellungen oder wie passt du das an vom Kleid oder auch im Farbthema vielleicht auf der Hochzeit oder mit der Einladung? Es gibt ja die verrücktesten Ideen. Wie findet ihr quasi so den Weg? Ne? Ja, also ich meine, du bist ja auch vom Hairstyling etwas ne, bunter. Ja, Ja. also, ja, da gibt's ja die dollsten Sachen, sage ich jetzt mal. Ne? Wie findet ihr quasi so den Weg zum richtigen Style? Was fließt da so mit ein oder auch von der Beratung? Naja, ich sag mal so, ich empfehle halt immer das vorher, also ich kann auch anders arbeiten, aber ich empfehle halt immer schon, das Kleid zu haben. Das macht schon Sinn, dass man den Stil der Braut schon gut erkennt und dass man sich vorher ein Stück weit auch Gedanken darum macht. Ja, was gefallen mir denn für Frisuren? Ich empfehle halt auch immer, dass man sich, wenn man sich für einen Stylisten entscheidet und zu sagen, auch da würde ich gerne mal gucken gehen, ob der das so kann oder ob der mich versteht, tatsächlich sich das Portfolio von demjenigen welchen mal anschauen. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich da in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, wie gesteckt wird, wie Haare gemacht werden, wie das Make-up aussieht, ob man sich da auch wiederfindet. Ja, also ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass Bräute zu mir kommen mit tollen Bildern von tollen russischen Künstlern, Künstlerinnen, wo ich dann immer sage, ja, das ist schön, leider bringst du jetzt nicht so die Haare dafür mit oder leider ist das und das und das für Shootings, da ist so viel Luft drin, wenn dein Schleier noch raufkommt, etc. Also ich versuche halt schon möglichst gut auch aufzuklären. Ich habe jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich muss ihr das ausreden, weil ich nicht glaube, dass ihr das steht oder so. Ich versuche mich da schon reinzufühlen und kläre aber auf, was sind die Vorteile, wenn ich die Haare offen, halb offen lasse, etc. Was ist das Schöne, wenn du es hochsteckst, passend zur Gesicht, zur Kopfform. Es gibt ja so viele Sachen, die man einfach da bedenken muss. Und da finden wir tatsächlich in den meisten Fällen eigentlich schon wirklich gut zusammen, so dass wir da auf einem guten Weg sind und dass das Gefühl nachher auch am Ende stimmt. Aber es kommt natürlich auch manchmal vor, dass wir die Braut entsprechend nicht ganz glücklich machen können, weil sie einfach so festgefahrene Vorstellungen hat und einfach mit den Haaren das einfach nicht so machbar ist, ohne da Tonnen an zusätzlichem Haar noch aufzutreiben. Ne? Ja, das ist wirklich manchmal tatsächlich eine Herausforderung, aber
da bin ich auch ganz ehrlich, dass ich dann einfach auch sage, weißt du, ganz so wird es nicht werden, weil das und das geht eben halt einfach nicht, ne? Und da zu den und den Bedürfnissen, wie du am Tag dich fühlen möchtest oder wie es wirken soll, funktioniert es halt nicht, ne? Weil das halt manchmal dann doch nicht ganz so einfach umzusetzen ist, aber ja, in den meisten Fällen, ich sag mal zu 95% klappt es schon. Gut, es ist ja, ich sag mal, bei dir mit Sicherheit noch extremer, bei uns gut im DJ-Geschäft auch. Ich sag, ne, wir können immer unser Bestes geben, aber zaubern ja. Können wir auch nicht, ne? Sag ich mal. Das dauert ein bisschen länger. Ja, ne? Also da geht es natürlich auch darum, klar. Ne? Man kennt ja Paare oder Bräute mit gewissen Vorstellungen, aber manchmal gewisse Sachen einfach nicht umsetzbar. Und ja gut, da liegt es dann auch am Feingefühl, vielleicht den richtigen Weg mit der Braut zu gehen, dass es so auch hinterher ist, wie es ja am sinnvollsten und am praktischsten auch an dem Tag ist. Ne? Ja. Aber das ist natürlich schon ein langer Weg, wie du jetzt schon gerade, sag ich mal, sehr, sehr, sehr kurz, weil ich angebracht hast, bis man das Richtige gefunden hat. Wie lange muss man für so ein Probestyling einrechnen, sage ich mal, zeitlich gesehen? Also von der Zeit her, die Proben finden ja bei uns im Salon statt und so mindestens 2,5 Stunden sollte man schon mitbringen. Klingt erstmal eine ganze Menge, das verfliegt aber so unfassbar schnell, weil es so sehr viele Eindrücke sind. Die Haare müssen entsprechend Vorbereitungen präpariert werden und Make-up etc. Wir besprechen manchmal ja jeden einzelnen Schritt, weil natürlich die Vorstellungen manchmal auch so festgefahren sind und dass man da sich ganz langsam einfach rantasten muss. Und dann sind 2,5 bis 3 Stunden, die sind dann einfach ganz schnell rum. Und dann sitzt man da und denkt so, ja, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich? Und dann kommt ja noch dazu, wirst du einen Schleier tragen und welchen Haarschmuck und so weiter, weil wir natürlich den großen Vorteil haben, den wir der Braut sozusagen als Mehrwert bieten können, dass wir immer bitten, tatsächlich erstmal, wenn sie noch keinen Haarschmuck haben, noch einen Moment zu warten, bis sie tatsächlich ihre Traumfrisur, sage ich mal, dass wir sie mit ihr gemeinsam entwickelt haben und kreiert haben, dass wir dann einfach schauen, was passt denn jetzt idealerweise dazu. Weil häufig genug erleben wir das, dass dann im Überschwang der Gefühle beim Brautkleidkauf, guck mal hier noch ein Diadem und dann sitzt es drauf und die Braut sprudelt über vor Freude und dann kommt nachher das Erwachen zur Frisur, oh, das passt ja jetzt gar nicht oder das geht ja gar nicht oder das sieht ja gar nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann fängt man wieder neu an zu überlegen und ach Gott, kann ich den Haarschmuck umtauschen? Also meine Empfehlung tatsächlich abzuwarten, erst die Frisur und das Styling, Make-up etc. zu machen und dann zu gucken, was macht das Ganze rund an Accessoires und dann einfach, wie gesagt, bei uns kann man es auch erwerben, aber dann kann man durchaus nochmal zum Brautausstatter gehen und sagen, guck mal, das ist meine Frisur, was genau haben wir denn da jetzt an Möglichkeiten, an Accessoires, wie können wir es machen? Oder manchmal steht ja auch noch gar nicht fest, ob es ein Schleier sein soll oder nicht. Ja, weil da natürlich entweder auf die Frisur, unter die Frisur und das sind alles Sachen, am besten nach der Frisur festlegen. Wir haben auch Schleier da, dass man es auch testen kann und sich dann entscheiden kann, soll es der 3 Meter Schleier sein oder nur der kleine kurze, der über die Schultern geht. Aber das ist ja schon mal, ich sag mal, ein guter Hinweis, zu sagen, immer, wir müssten auch die Euphorie ein bisschen bremsen beim Brautkleidkauf. Ne? Man ist natürlich dann auf so Wolke 7 Euphorie. Na, das klar. Kleid gefunden, das Traumkleid, ne? Die Mutti weint, die Schwiegermutter auch. Ja. Ja. Und dann kommt noch natürlich der Haarschmuck und das und das und dann zieht es man an und ja, oh, toll. Und ja, aber und hinterher kommt es Erwachen. Also ja, wirklich guter Tipp für die Brautpaare auch da draußen zu sagen, gut, ne? Kleid ist erstmal wichtig und wenn ihr das habt, stopp, erstmal bremsen, ne? Und dann kommt ihr quasi ins Spiel als Stylistin, um zu schauen, wie sieht die Frisur überhaupt aus und was kann man dann an Accessoires quasi überhaupt noch tragen und wie kann man es unterbringen. Also wenn man das hört, ist ja wirklich, ist ja eine Geschichte, eine lange, bis man wirklich alles gefunden hat, da sind wir Männer ja Naja, vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, meine, die Bilder guckt man sich im besten Fall sein Leben lang an. Ja, und da muss man einfach schon ganz, ganz genau gucken, wie will ich einfach wirken, wie sollen mir die Bilder meinetwegen nach vielen Jahren noch gefallen, weil wenn du die Hochzeitsfotos anguckst, ist ja die Braut, also ganz selten in ihrem ganz super schönen Kleid drauf, sondern eigentlich nur immer
So und ja, maximal so bis zur Bauchhöhe, weil das der Brautstrauß noch mit drauf ist. Und das ist ja das, wovon du ja eigentlich immer zehrst. Ja, du siehst nicht, ob du das Kleid fünfmal gewechselt hast, ob der Schleier 5 Meter war oder die Schleppe mit x-tausend Swarovski-Steinen besetzt war. Also natürlich erinnert man sich daran, ne? Aber sehen tust du ja doch im Prinzip ja, nur einen gewissen Teil von vorne, von hinten, von der Seite. Und ich sage dann auch immer, also wenn, sage ich mal, eine gewisse Unsicherheit auch da ist. Du kannst im Prinzip anziehen, was du willst. Der Kopf guckt immer raus. Ne? Und von daher muss man halt sich einfach auch wohlfühlen damit, dass man da einfach auch glücklich mit ist und mit einem guten Gefühl auch rausgeht und sagt, so stelle ich mir mein Brautstyling vor. Klar, Nahaufnahmen, ne, wenn du siehst oder wenn man Fotos sieht, ne, sind, wie du schon sagtest, immer nur so halb mit Kopf Ja. natürlich, ne, und die sind natürlich sehr präsent. Und ja, klar, Styling, ne, Make-up, Haare ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ne. Ich sehe gerade, wir haben ja auch zwei, die Zuschauer, falls ja einer von euch beiden, die Zuschauer, Fragen habt, könnt ihr auch gerne kurz im Chat schreiben, dann beantwortet Andrea diese natürlich. Gerne, ansonsten ja, hört das still zu und freut euch über die tollen Infos, die durch Andrea gegeben werden. Ja, auch bringen quasi auch Brautpaare schon mal eigene Sachen mit. Ich meine, ich habe ja auch Frau zu Hause oder Frauen, ein paar Kinder, weibliche, die da immer sagen, oh, ich vertraue nur diesem Make-up und nur diesem Stift und um Gottes Willen. Ne? Also für uns Männer ist das ja also, ne? Ja, also. Unerschlossene, tiefsinnige Gründe, die dahinter stecken. kommen die dann schon mit ihren eigenen Malkasten, wollte ich schon sagen. Oder? Also in der Tat ist es schon manchmal so, dass die Braut natürlich ihren absoluten Lippenstift hat, den sie tragen möchte. Ja, schon. Also ich verbinde das auch gerne miteinander. Grundsätzlich vertraut die Braut mir aber und wenn sie zu uns kommt und oder fragt mich vorher, kann ich das oder das mitnehmen? Oder wir benutzen halt die Produkte, mit denen wir arbeiten, die natürlich auch immer wasserfest sein sollen, etc. Ne? Aber ich bin da auch absolut offen für und arbeite halt auch mit den Sachen, wenn die Braut damit happy ist und weiß, dass sie das immer, dann ist es für mich auch völlig fein. Ich bin da ganz, ganz offen, weil, wie gesagt, für mich geht es auch ums Gefühl, dass sie sich damit wohlfühlt und wenn es ihr eigenes ist, dann ist es das eigene. Wir haben immer mehr Bräute, die tatsächlich auch gerne ein bisschen mehr Farbe tragen wollen in Bezug auf Lippenstift und so weiter. Und da ist dann häufig die Frage, ja, darf man denn das, soll man das? Und ich sage dann immer, wenn du dich damit wohlfühlst, wer die Party bezahlt, bestimmt, wo es lang geht. Ja, und wenn du roten Lippenstift tragen möchtest, dann würde ich halt auch gucken, dass entweder die Fingernägelfarbe dazu passt oder vielleicht da auch die Farbe vom Brautstrauß sich in irgendeiner Form wiederfindet, weil du mich vorhin nach einem Farbschema gefragt hast. Ist das immer so, dass ich dann schaue, dass das irgendwie rund ist, dass es miteinander harmoniert. Aber das macht auch jede Braut, wie sie happy ist damit, ne? Und aber schon ist schon der Mut zur Farbe ist auf jeden Fall eher wieder da als in den Jahren vorher. Also das geht schon wieder gut in Richtung farbenfroh. Das ist auch schön. Ja, zum Farbschema, ne, es gibt ja viele, die da auch vielleicht ihren Nagellack oder Make-up auf die Dekofarbe anpassen oder der Einladung Ja. entsprechen, weil es einfach die Lieblingsfarbe ist, Na ne? Und klar. irgendwie auch dieser Style oder die Farbe irgendwo durch die Hochzeit zieht als Thema, ne? Ja. Deswegen, das war, ne, jetzt mal, deswegen, ne, man merkt ja, wie viel es abgestimmt ist, quasi von den Bräuten bei der Hochzeit, wo ja, alles perfekt harmoniert, gerade Brautstrauß, ne, wenn der mega kontrastmäßig ist, ist das vielleicht auch nicht ganz, entweder wirklich hip oder mal komplett von der Rolle, ne, wenn man da nicht drauf Ja, achtet. es kommt halt einfach immer auf den persönlichen Geschmack drauf an, ne? Also ganz kontrastreich finde ich persönlich auch gut, jeder wie er möchte. Und da gibt es ja wirklich auch ganz, ganz tolle künstlerische Sachen, wenn man sich bei Social Media, Pinterest, Instagram umschaut. Das ist ja Wahnsinn, was da in den letzten Jahren gewachsen ist an Input. Das ist ja irre. Also toll. Ja, das ist ja auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite, wie du schon eben erwähnt hast, ne, Pinterest, wenn man das jetzt mal sieht, was man da alles machen kann, klar, Ja. Instagram auch, aber gut, ne, es ist aber auch immer schwierig. Ich kenne das jetzt auch zum Thema Brautkleid. Wir waren ja auch in verschiedenen Brautstudios, Geschäften, wenn die Paare halt wirklich sich irgendwo optisch in einem Bild verliebt haben, aber Ja. dann haben sie das Kleid an und ja, passt dann irgendwie gar nicht, wie du eben halt auch.
mit der Frisur erwähnt hast, ne? Ja, natürlich. Also es hat immer alles sein Für und Wider und da ist einfach, für mich ist einfach der Schlüssel wirklich die Kommunikation und da sehr ehrlich auch zu sein und nicht irgendwie unbedingt was zu verkaufen oder zu sagen, na, das würde ich aber jetzt nicht. Also natürlich versuche ich halt immer, das mit auf den Weg zu geben, wenn ich gefragt werde, was findest du denn besser? Ich sage, naja, ich kann jetzt meinen persönlichen Geschmack mitbringen, aber letztendlich guckst du in den Spiegel, du musst dich wohlfühlen in deiner Haut und ja, letztendlich Bilder sind halt immer so eine Sache. Das sind nicht die gleichen Haare, die du mitbringst, die gleiche Hautfarbe. Häufig bekommen wir auch gerade im Bereich von Make-up Bilder gezeigt mit ganz toller, ganz feinporiger Porzellanhaut, wo ich, ja, so möchte ich gerne aussehen, ganz natürlich. Da muss ich dann auch immer drauf aufklären und sagen, das ist alles andere als natürlich. Da sind 3 Schichten Contouring drauf, noch mehr Puder, noch mal Make-up, dass das so eben und so Porzellanoptik ist und den Rest ist ein Filter vom Fotografen etc. Also das sind einfach Sachen, und das weiß sie ja nicht, wenn sie damit noch nie vorher in Berührung gekommen ist. Sie schminkt sich vielleicht selber mit ihren klassischen Produkten, aber bei Instagram und Pinterest etc. wird halt ein Bild von einer Perfektion kreiert, wo wir dann halt dastehen und sagen, ja, gut, dass ich jetzt die Arschkarte habe und dir sagen muss, das tut mir total leid, ich würde so gerne und ich werde mein Bestes tun, aber vielleicht trennst du dich ein bisschen von der Perfektion. Also das ist schon eine Herausforderung. Klar, die Perfektion wird da immer dargestellt, ne? Ja. Sei es Bearbeitung, Filter, ne? Das ist leider dann, ja, muss man feststellen, dass es dann im Leben dann doch nicht immer so ist. Ne? Ja. Aber gut, wenn man so lange Erfahrung hat wie du, dann hat man auch das Gefühl, sage ich mal, den Damen das vielleicht mit auf den Weg zu geben und dann ja wirklich zum großen Finale auch das top-optimale Styling dann zu finden, die sich dann auch wohlfühlen. Ne? Ja, jetzt haben wir schon viel erfahren dürfen, lieber Andrea. Jetzt machen wir mal kurz eine 30-sekündige Verschnaufpause, trinken einen Schluck Wasser und ja, dann sehen wir uns gleich wieder in Berlin quasi bei La Dolce Vita. Bis gleich und mal kurz 30 Sekunden Werbeunterbrechung. Jawohl. Herzlich willkommen zur Hochzeitsmesse online. Seien Sie dabei. Live-TV. Hochzeitsmesse online. Herzlich willkommen zum Hochzeitsmesse online TV. Ja, da sind wir wieder bei der lieben Andrea bei La Dolce Vita in Berlin. Heute bei Hochzeitsmesse Online TV das große Thema Brautstyling, Hairstyling und Make-up. Ja, wir durften schon viel erfahren und wer vielleicht erst später zuschaut, zuschauen könnt ihr über Facebook, Hashtag Hochzeitsmesse Online, bei TikTok, auf jeder Eventbühne, in jeder Messestadt bei hochzeitsmesseonline.de. Und natürlich auch auf www.hochzeitsmesseonline-tv.de, wo ihr dieses bzw. auch viele, viele vorherige Live-Zoom-Interviews, Streamings euch nochmal in Ruhe zu Hause auf der Couch anschauen könnt. Also wir haben wirklich spannende, tiefe Einblicke. Wir merken es ja auch hier und wie viele tolle Tipps man auch von den Dienstleistern einfach hier in diesen Interviews bekommt. Wir kommen zu euch ins Wohnzimmer und bringen euch viele, viele Tipps und Tricks mit auf dem Weg, damit ihr die richtigen passenden Dienstleister auch findet, die zu euch passen. Als Tipp für unsere Brautpaare, Hochzeitsmesse online ist kostenlos. Ihr müsst keinen Eintritt bezahlen, ihr müsst keine Daten abgeben, also keine Registrierung. Und wir sind mittlerweile in über 50 Städten mit über 1400 Messeständen aktiv. Also da habt ihr eine große Auswahl an wirklich tollen Dienstleistern. Schaut auch mal in alle Städte rein. Und nachher haben wir noch ein bisschen Late Night geöffnet. Vielleicht ist der ein oder andere auch noch im Live-Chat da, wo ihr dann auch noch mal direkt kommunizieren könnt. Und wenn ihr nur schaut und sagt, hey, ich möchte auch hier in dieses Meeting rein, weil ich eine Frage habe, klickt einfach auf den Infocounter in jeder Messestadt oder direkt auf der Startseite auf Events und dort findet ihr die Login-Daten und könnt einfach hier zustoßen. Ja, wir hatten eben so das Thema Produkte wasserfest. Also das ist auch ein Thema, wo man drauf achten muss, ne? Schon, also das ist auf jeden Fall wichtig.
Natürlich ist es so, dass die eigene Haut ja auch immer ihren Teil dazu beiträgt. Wie gut ein Make-up hält etc. hängt natürlich auch immer davon ab, wie gehe ich mit dem Make-up über den Tag um. Ja, das heißt, wenn die Sturzbäche an Tränen laufen, wenn ich dann anfange, wild zu wischen, ja, also da ist auch das stärkste wasserfeste Make-up dann irgendwann runter, Airbrush-Make-ups etc., was es da nicht alles gibt. Und oder wenn eine Nase schnauben, wenn die Tränen so laufen, wenn das alles abgerubbelt wird, dann musst du halt nochmal nacharbeiten. Ne? Das geht halt nicht anders. Und genauso mit Lippenstift, wenn du ölige, fettige Sachen isst, dann hält das halt auch nicht 24 Stunden. Da darf man auch nochmal nacharbeiten. Also von daher, es gibt immer so Sachen, wo man immer gerne nochmal ein bisschen mit nachhelfen kann. Und ja, also wie pflegst du deine Haut selber vorher? Ne? Und bei uns gibt es so einen, zur Probe, wenn man bei uns dann bucht, gibt es bei uns wie so einen roten Leitfaden mit an die Hand, wo draufsteht, wie du dich bestmöglich vorbereiten kannst. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil man ja häufig das Gefühl, darf ich das, wie soll ich denn und ist denn das okay? Und das ist auf jeden Fall ja auch wichtig. Jetzt gibt es von uns mit an die Hand, dass man so viel wie möglich sich gut vorbereiten kann und sich da auch sicher fühlt einfach. Weil in den meisten Fällen ist es ja das erste Mal, wenn man heiratet. Ja, das auf jeden Fall und ne, bei vielen in dem Sinne, aber das ist auch ein gutes Giveaway für die Paar oder für die Braut, ein Leitfaden, ne, dass die Haut dementsprechend ist und dass man weiß, wie man sich vorher ein bisschen verhält, um das perfekte Ergebnis zu bekommen. Du sagst gerade, ja klar, nacharbeiten, die Tränen fließen. Arbeitest du dann vor Ort nach? Ich sage mir viel jetzt gerade ein, es gibt ja auch Paare, die machen morgens Standesamt und dann vielleicht noch die Kirche. Ja, die sind vielleicht dann um 11 Uhr schon verheult. Gehst du dann nochmal zum Nacharbeiten dahin? Ne, ich weiß jetzt nicht, wie oft du das schon hattest, aber es gibt ja, wie gesagt, diverse Paare, die, ich sag mal, Standesamt morgens machen, dann die Kirche. Ja, da fließen ja schon morgens die Tränen. Ne? Das stimmt, ja. Also es wird schon das eine oder andere Mal gebucht. Dann warten wir zwischendurch oder fahren dann am Nachmittag nochmal hin. Häufig ist es auch so, dass die Braut morgens Standesamt nur von uns die Haare gemacht haben möchte und sich selber nur so ein bisschen schminkt und den großen Wow-Effekt sich für nachmittags oder für die freie Trauung aufhebt. Das hat es schon gegeben. Wir sind auch schon den ganzen Tag gebucht worden, wo wir den ganzen Tag auch beim Fotoshooting, Schleier halten etc., nochmal beim Kleid anziehen helfen, beim Umziehen helfen, nochmal umfrisieren etc. Das ist alles möglich. Auch an der Stelle wieder ist alles eine Frage des Preises. Muss man einfach sagen, wenn man an der Stelle auch mal über Geld spricht, muss man ja einfach, so ein Tag ist ja einfach auch aufwendig geplant. Und da wünscht man sich natürlich jemanden an seiner Seite, der da auch wirklich auch mit dem Kopf den ganzen Tag da ist und wo man sich sicher sein kann, dass dem zwischendurch jetzt nichts passiert und der nicht nochmal zum Nachmittag nachkommen kann etc. Aber das passiert schon, wo wir halt auch für 2 Tage gebucht werden. Also es ist, feel free, sage ich da immer, alles, was du möchtest und dann lass uns einfach drüber sprechen. Das ist ganz wichtig, da sich rechtzeitig zu melden einfach. Das ist ja auch toll, dass es bei euch so funktioniert und machbar ist. Aber sicher, klar, du hast recht, wenn hinterher das Brautpaar-Shooting ist, ne, was ja quasi nach der Hochzeit dann in der Location oder an einem anderen Ort mal stattfindet, ne, dann sind ja auch in der Regel schon Tränen geflossen und dann möchte man ja auch nicht so zerflossen auf den Fotos wirken. Ne? Also da ist natürlich schon ein ganzer Tag schon Hand angelegt dann. Ne? Schon. Also wie gesagt, es gibt auch die kleinere Version, in der man von uns ein sogenanntes Bride Kit zu einem Paket mit dazu buchen kann. Da ist im Prinzip ein Puder drin, was wir auch benutzen, dass sie sich da selber auch nochmal nacharbeiten kann. Da ist zum Auffrischen der Lippenfarbe entsprechendes Produkt dabei, sodass sie dann selbstständig sozusagen nacharbeiten könnte mit den Produkten, mit denen wir vorgearbeitet haben, wenn sie eben halt nicht das große Paket buchen möchte und dass wir den ganzen Tag an ihrer Seite sind. Ist ja auch immer eine Frage von Budget. Jeder macht es anders, jeder wünscht sich das anders. Und von daher ist für jeden Geldbeutel, sage ich mal, was dabei, je nachdem, wo jeder seine Wichtigkeit an der Stelle einfach reinlegt. Wenn man sagt, nee, ich bin selber auch ganz geschickt, ich würde da dann selber nacharbeiten wollen mit den entsprechenden Produkten oder ich gönne mir das und möchte halt meinen Stylisten den ganzen Tag bei mir haben. Das gibt es alles.
Ja, ich sage jetzt mal, mega flexibel seid ihr. Ja. Und natürlich sage ich mal, so ein Erste-Hilfe-Paket, ne, für die Braut zum Mitnehmen. Ja, klar, ja. Es gibt ja auch welche, die sich, wie du schon sagtest, sich selber zutrauen, sagen, gut, ne, dass der Grund steht und das Nacharbeiten übernehme ich dann selber. Aber das ist ja wunderbar, dass man da auch verschiedene Möglichkeiten, A, ja, wie man selber das vielleicht möchte, B, natürlich auch für den Geldbeutel, das dann entscheiden kann, aber nichtsdestotrotz immer noch auf einer sicheren Seite ist, dass man was dabei hat, um dann ja nachzuarbeiten, um das dementsprechend auch wunderbar hinzubekommen. Ja, Produkte, gibt es da irgendwie was man nennen darf, sollte, oder ist das für die Bräute, ist das ein Punkt, welche Produkte du benutzt, oder? Na, wir arbeiten mit der Marke Stage Color, die wurde in Amerika entwickelt, irgendwann in den 80er Jahren. Die wurden halt extra dafür, für den Broadway, für die Bühne entwickelt, dass die halt eben wasserfest sind bei den vielen Scheinwerfern, die ja dann auch auf der Theaterbühne benutzt werden, wo man halt schon eher zerfließt in der Wärme zum Teil, so dass wir da mit sehr gut erprobten Produkten insofern seit vielen Jahren erfolgreich arbeiten, zum Teil auch vegane Produkte und wirklich sehr, sehr gut hautverträgliche Make-up, wasserfeste Produkte, Pudervariationen, wie sie halt auch in Kosmetiksalons zu finden sind, so dass wir da also wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen seit vielen Jahren mit einem und demselben Hersteller sozusagen arbeiten. Aber natürlich ist es auch so, dass wir uns auch am freien Markt immer mal Sachen kaufen und uns durchtesten und da nicht so explizit dran gebunden sind. Auf jeden Fall, weil wir es schon gar nicht müssen oder so. Das ist ja eine freie Entscheidung, die ich sozusagen für mein Unternehmen fälle. Aber wir probieren halt auch viel aus und haben gute Erfahrungen auch mit anderen Marken gemacht. Da bin ich gar nicht so festgelegt. Und wir haben Listen, wo wir dann alles aufschreiben, womit wir arbeiten bei der Probe, dass wir wissen, wenn die Braut im Prinzip ihren Wunsch verändert, dass sie sagt, weißt du, zur Probe hatten wir einen blauen Lidschatten, ich würde jetzt gerne grün nehmen, ja, dass ich dann weiß, wo ich ansetzen darf, mache mir da meine Notizen bei der Probe, und genau das Gleiche geht bei Rouge und Lippenstiften weiter, dass wir da eine gute Auswahl immer dabei haben, um ja im Prinzip das perfekte Make-up für die Braut zu kreieren, dass sie sich an ihrem Hochzeitstag wirklich komplett darauf verlassen kann, dass sie da in den besten Händen ist. Also für mich als Mann faszinierend, professionelle Vorbereitung, aufschreiben, welche Farben, was man... Ja, was muss, das muss. Ja, ne? Also, na gut, wir sind jetzt nicht so oft beim Stylisten, aber ja, super, ne? Also man weiß alles, hat alles abrufbereit, ne? Dann am Tag X auch, wenn es losgeht, um quasi das Probestyling dann auch ins Finale umzusetzen. Ne? Ja, wir waren mal eben so beim Finanziellen. Natürlich ist es schwierig zu erläutern, weil natürlich vieles, vieles möglich ist. So im Schnitt, sage ich jetzt mal, gibt es so einen Durchschnitt, wo man sagt, das geben so Paare aus, oder das könnte man rechnen, um... Ja, es ist ganz unterschiedlich, weil die Wünsche halt auch sehr, sehr individuell sind, aber grundsätzlich geht es zum Beispiel in meinem Salon los bei ca. 490 Euro. Das ist ein Salonservice, das beinhaltet die Probe von Haaren und Make-up bei mir im Salon, ca. 2,5 bis 3 Stunden, und entsprechend ist auch das Styling für Haare und Make-up am Hochzeitstag enthalten. Da brauchen wir in der Regel auch so Richtung 2 Stunden, manchmal etwas weniger, weil man vorher nicht mehr so viel besprechen muss, und sondern einfach nur nochmal sich Feedback abholt, ob irgendwelche Änderungswünsche aufgetaucht sind etc. Aber so 500 Euro ist so die Basis, wie man einfach als Salonservice damit rechnet. Und dann ist es halt entsprechend abhängig davon, ob wir noch zur Braut ins Hotel fahren. Da fällt eine mobile Pauschale an, weil einfach der Zeitaufwand fürs Packen, fürs Vorbereiten, Parkplatzsuche. Du musst genug Puffer mitten in der Stadt einplanen. Auch für 8 Kilometer kannst du locker eine Stunde in Berlin unterwegs sein. Also so ist es nicht. Ja, so dass man da halt einfach die Pauschale sowieso hat. Und da ist es auch egal, ob ich 2 Kilometer fahre oder 10 Kilometer. Und dann schaue ich im Prinzip, dann brauche ich die Adresse der Braut, dass ich ihr dann ein Fahrkostenangebot individuell machen kann, so dass man da einfach vorher auch weiß, was einen erwartet. Und das ist so das Gros, also bei ca. 500 Euro geht es in etwa los. Für 2 Termine wohlbemerkt. Hat man ja mal eine Hausnummer, ganz einfach. So, ja. Ist aber eine Summe, die ich in dem Sinne jetzt schon mal öfters gehört habe. Ne? Ja. Deswegen gut. Ne? Wie gesagt, nach oben ist sowieso immer alles offen, was man haben möchte. Ne? Das hängt ja dann individuell ab. Gibt es irgendwelche Trends
in der Frisur, im Styling, die ich vielleicht jetzt sowieso nicht kenne, weil aber die Paar da draußen, ne? Vielleicht mit irgendwas anfangen können, mit Begriffen, Schlagwörtern, oder ist das wirklich immer so mega auf die Braut zugeschnitten, sage ich jetzt mal. Ja, schon, ne? Also es gibt tatsächlich, also du musst es halt wirklich immer abhängig davon machen, vom Kleid, wie es passt. Beliebt sind immer noch die Boho-Varianten, bedeutet also Flechtungen, halboffen, offene Haare, offene Wellen, offene Locken. Und das ist halt immer noch sehr beliebt, das muss man mal schon sagen. Aber wir haben schon die eine oder andere Braut, die mehr eher wieder klassisch hochgesteckt werden möchte, aber auch da ganz locker, luftig, mit vielen kleinen Feinheiten, die das Gesicht, sage ich mal, schön, schön weich umrahmen lassen, mit feinen Federn, die so rausfallen von den Haaren etc. Also das ist super individuell und das kommt ganz, wie gesagt, aufs Kleid drauf an und tatsächlich ein Stück weit auch aufs Motto der Hochzeit. Und ja, das ist wirklich ja, einfach ganz breit gefächert. Ich bin ja immer nicht so ein Freund davon, das machen wir jetzt, weil es gerade Trend ist oder so, aber schon so, dass die Bräute so seit 2-3 Jahren eher so diese halboffenen Wellen und Locken, die am besten Fall auch 24 Stunden auch noch länger halten sollen. Muss natürlich das Haar auch mitmachen, auch an der Stelle wieder ganz ausführliche Vorbereitungen, die wir im Salon zum Teil auch schon übernehmen, weil wir ja auch erstmal ein klassisches Friseurgeschäft sind. Aber das ist schon eine ziemlich runde Sache, sodass wir die Braut auch eine Weile begleiten während der Hochzeitsvorbereitung und am Hochzeitstag natürlich. Also schon sehr individuell. Was war denn so, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, irgendwie die verrückteste Styling, Frisur oder, mein Berlin ist ja schon auch ein bisschen ausgefallen in der Regel, ne, als Stadt. Ja, schon. Aber ja, aber unterm Strich sind, ich sag mal, 80% der Bräute doch eher gleich, insofern, als dass sie natürlich alle ein Stück weit in jeder Frau eine Prinzessin schlummert, egal ob sie dann im 30er-Jahre-Look heiratet oder Rockabilly oder ganz Barbie-like. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und einfach auch total schön individuell. Also so richtig verrückte Sachen haben wir jetzt bisher insofern noch nicht erlebt, als dass es letztes Jahr eine große Herausforderung war, mehrere Hochzeiten nacheinander zu machen, weil natürlich durch viele Umbuchungen etliche auf den gleichen Tag umgebucht haben, sodass ich da wirklich ein Zeitmanagement wirklich ganz explizit und ganz genau planen musste. Und das war schon eine besondere Herausforderung, aber ansonsten sind es manchmal auch so diese großen Gruppen, wo 3, 4 Blumenmädchen und Begleitungen dann auch noch mit frisiert werden, wo unser ganzes Team gemeinsam unterwegs ist. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Und solche Hochzeiten erwarten uns dieses Jahr auch wieder. Und da freuen wir uns natürlich schon richtig doll drauf, wo wir gemeinsam als Team unterwegs sind. Das ist natürlich auch schön. Ja, dann übrigens die Frage, ne? Schwiegermutter, Mutter direkt mitstylen. Ne? Mhm. Kommt auch häufig vor. Manchmal auch noch ganz kurzfristig angefragt und nach Möglichkeit setzen wir es auch um. Aber ich bin halt eher immer schon so, dass ich da ganz klar kommuniziere, dass es einfach rechtzeitig angefragt werden muss, weil einfach die Zeitfenster so kalkuliert sind, dass die Braut absolut in den Mittelpunkt gestellt werden muss und auch soll und darf, dass ich also da vor Ort sehr, sehr selten, eigentlich nie spontan sage, ja komm, ich mache das noch schnell, weil das fast nicht möglich ist und weil einfach da zu viele Faktoren ineinander spielen, als dass das in irgendeiner Form machbar wäre, weil ich ja auch noch ein laufendes Salongeschäft habe und natürlich nicht den ganzen Tag, wenn ich nicht gebucht werde, den ganzen Tag zur Verfügung stehen kann. Ne? Und so kann man es schlecht komplett ausreizen, nach hinten raus sozusagen. Von daher ganz genaue Absprachen und Kommunikation ist einfach an der Stelle der Schlüssel für uns. Gut, ist ja auch, ich sage jetzt mal eben, ist es ja auch nicht immer alles gemacht, sage ich jetzt mal. Okay. Wenn auf einmal die Schwiegermutter auf der Türschwelle steht und sagt, kannst du mich eben nochmal mitschminken? Das ist dann schwierig, aber wie du sagtest, vorher kommuniziert, angefragt, ja, besprochen. Du hast ein Team an deiner Seite, dann lässt sich das alles managen und ja, dann können auch, wie gesagt, die Mädels drumherum, die Mütter, Schwiegermütter, Trauzeugin oder ne, was sonst noch da ist, ja, sich da auch mitschminken lassen. Ja, wie viele Hochzeiten habt ihr so im Schnitt pro Jahr, die ihr stylen dürft? Also wir haben in den ersten Jahren, haben wir so bis knapp an die 150 Hochzeiten jedes Jahr gemacht, weil mein Team auch noch ein bisschen größer.
Aber natürlich hat sich die Preisstruktur auch verändert. Ich habe, als ich angefangen habe, so gut wie keine Referenzen in Form von Fotos und Erfahrungen an der Stelle preisgeben können. Ich wusste, ich habe das gemacht und weiß, wie ich es mache. Aber ich hatte nichts zum Zeigen und bin natürlich für einen relativ schmalen Taler unterwegs gewesen. Kann ich heute natürlich nicht mehr machen. Aber so die letzten Jahre waren es auch so ganz unterschiedlich. Zwischen 80 Hochzeiten sind es aber schon immer so jedes Jahr gewesen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem. Manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, nur Haare, oder wir machen auch nur die Proben, weil die Hochzeiten im Ausland stattfinden, dass wir das bebildern, Fotos machen, an den Vertrag mit anheften und dann geben wir es mit, dass der Stylist dann, weiß ich nicht, irgendwo, was haben wir gehabt, in Kenia hat eine Hochzeit stattgefunden, wo wir die Probe hier in Berlin gemacht haben, alle Bilder mitgegeben haben und dann konnten sie das vor Ort dann einfach besser kommunizieren. Das war auch sehr, sehr schön. Also von daher ist da, ja, es schwankt immer mal ein bisschen, aber so um die 60, 80 sind es eigentlich jedes Jahr. Na, da steckt schon viel Erfahrung drin, ne? Und auch ja, gerade Auslandshochzeiten, solche Sachen, ne? Kenia. Ja. Wir waren erst vor 2 Wochen bei Acceptreisen in Aachen, da haben wir live gesendet und waren quasi live in Kenia. Und haben gesehen, wie schön man dort heiraten kann. Ja, also wir machen Hochzeiten und auch Flitterwochen in Kenia und wir hatten eine Live-Schaltung direkt nach Kenia ins Hotel am Strand. Acceptreisen auch, ne, die so Auslandshochzeiten dann auch organisieren. Das ist ja auch toll, wenn man da sowas auch als Tipp mal bekommt, ne, dass man quasi bei euch dann so ein Probe-Styling machen kann. Ja. Das wird alles, wie gesagt, dann auch schriftlich festgehalten und aufgeschrieben, sodass quasi die Stylistin dann woanders vor Ort weiß, alles klar, damit wurde gearbeitet, ne, das wurde so und so umgesetzt, dass man das wirklich zu Hause live ausprobieren kann und dann auch ja, vor Ort, woanders auf dieser Welt, dasselbe Ergebnis erzielt. Ne? Genau, ja. Ja, wir gucken auch nochmal eben, gleich ist die Stunde ja schon fast vorbei, wo gibt es noch Informationen von der lieben Andrea von La Dolce Vita? Da gibt es natürlich den Messestand bei Hochzeitsmesse Online, ich sage jetzt mal in Berlin auf jeden Fall, Potsdam. Ja, da seht ihr Fotos, die ihr euch anschauen könnt. Hier gibt es Flyer, die könnt ihr euch direkt downloaden, wenn ihr draufklickt. Hier gibt es ein paar Informationen und die Kontaktmöglichkeiten hier, Telefonnummer und die Homepage, da gehen wir jetzt gleich noch drauf. Also viele, viele Infos findet ihr hier in dem schön gestalteten Stand von La Dolce Vita. Und hier, normal sieht es so aus, könnt ihr hier draufklicken. Ihr könnt einen Termin vereinbaren und auch diverse Kontaktmöglichkeiten nutzen, um quasi in den Genuss eines perfekten Stylings zu kommen. Ja, hier haben wir die Homepage, ladolcevita-berlin.com. Wir sind schon mal einen Schritt weiter und haben hier auf Hochzeiten geklickt. Ne? Dort findet man dann auch noch einiges. Ne? Ja, also ein paar Inspirationsbilder findet man auch auf unserem Instagram-Kanal, aber hier haben wir zum Beispiel auch Variationen, wie es ja, gesteckt aussehen kann, offen, halb offen, komplett hoch, und man sieht halt einfach, dass der Stil einfach der Braut, des Brautkleides einfach so unterschiedlich ist, so wie die Braut auch selbst ist. Und ja, auf der Webseite findest du auch alle Pakete, die wir anbieten. Natürlich sind es immer so, das ist so individuell, dass wir da natürlich immer drüber sprechen müssen, weil der eine hat kürzeres Haar, der andere hat längeres Haar etc. Aber das lässt sich in einem persönlichen Gespräch dann immer besser vereinbaren. Dafür gibt es unser Kennenlerngespräch und natürlich ja, so ein paar O-Töne, Zitate von Bräuten findet man auf unserer Webseite und die entsprechenden Pakete, die vielleicht dann zu den Wünschen schon passen. Ansonsten können wir das immer noch mal vor Ort besprechen. Klick jetzt einfach mal da drauf. Ja. Und also, das ist das Platin-Paket, genau. Platin und da gut, sieht man auch schon. Genau, das ist zum Beispiel. Weiß, ne? Also jetzt nichts Geheimes in dem Sinne. Nee. Also schon gut informieren, ja. Ja, also das ist zum Beispiel ein Paket, wenn man jetzt 2 Trautermine hat. Wir haben häufig die Anfrage für Standesamt und freie Trauung zum Beispiel, wo man vielleicht nur die Frisur von dem zur standesamtlichen Trauung haben möchte, wenn man sich sein Make-up für Standesamt selbst machen möchte, aber den großen Wow-Auftritt für die Kirche oder für die freie Trauung
Zeitraum sich aufheben möchte. Dafür wäre dieses Paket sozusagen ideal. Da sind zwei Frisuren mit dabei und ein Make-up. Und natürlich setzen wir den Haarschmuck, wir setzen den Schleier so, dass er wirklich nicht verloren geht. Da gibt es eine spezielle Technik, wie der Schleier ohne Kamm festzumachen ist. Das wissen viele Bräute nicht. Die sind immer ganz irritiert, wenn ich sage, wir machen den Kamm ab. Und ach, das hält doch gar nicht. Ja, aber doch, das hält ganz sicher. Kannst du mit schlafen gehen und morgen früh wieder aufstehen. Und also das ist wirklich schon auch eines der beliebten Pakete, die wir, sage ich mal, an der Stelle verkaufen dürfen. Natürlich kann man als zweiten Styling-Termin auch die Trauzeuge mit ersetzen. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich will meine Trauzeugin beschenken, die hat sich so lieb um mich gekümmert, kann die nicht dafür die Haare bekommen. Oder die Mutti hat kurze Haare, kann die nicht Haare und Make-up bekommen. Vergleichsweise, also im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Deswegen sage ich immer, sprecht uns an und wir werden eine Lösung finden, dass alle am Ende glücklich sind. Und letztendlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen, was ich führe und Rechnungen müssen auch bezahlt werden. Und von daher sind die Pakete so geschnürt, dass es uns allen insofern damit gut geht und wir immer nur miteinander sprechen müssen. Ich sag mal, ne, man merkt sehr individuell alles gestaltet. Das ist auch gut so, ne, weil jeder hat individuelle Wünsche, sage ich jetzt mal, ne, für sein Styling. Und man merkt, du bist da komplett offen, ne, auf den Zugang zur Braut. Und ja, ne, man muss einfach nur miteinander sprechen und dann wird man schon den passenden Weg finden zum perfekten Styling. Jeder hat seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse. Aber schon mal gut, man hat dann schon mal einen groben Einblick, auch wie du sagst, Mensch, ne, wenn ich die Trauzeugin beschenken möchte, können wir das auch ein bisschen umwandeln. Ne? Ja. Also tolle Flexibilität und auch tolle Tipps, was man halt quasi alles machen kann. Ne? Dann sieht man auch Accessoires hier, die man bei euch hat. Ja, hier sieht man auch noch ein paar Empfehlungen für weitere Sachen. Ja, also stöbert einfach mal durch, La Dolce Vita Berlin.com und dann hier natürlich auf Hochzeiten klicken, dann seid ihr dementsprechend hier in dem Bereich, aber ihr müsst jetzt nicht heiraten, um die Leistungen von Andrea wahrzunehmen, also ihr dürft auch so gerne in den Shop kommen und so, wir haben viel erfahren dürfen über deine Dienstleistung, tolle Einblicke, tolle Tipps auch bekommen, sage ich jetzt mal, mit Sicherheit. Für Brautpaare, auch die sind ja, oder die Bräute sind ja natürlich auch nicht so, dass sie, wie gesagt, jede Woche heiraten und da so ein Brautstyling machen oder dementsprechend was machen. Deswegen ist das natürlich eine tolle Sache, dass wir das einfach hier mal so besprochen haben. Und liebe Brautpaare, habt ihr es verpasst oder sagt, ich möchte noch andere Dienstleister gerne sehen, schaut einfach bei www.hochzeitsmesseonline-tv.de vorbei. Dort findet ihr demnächst dieses Video natürlich auch noch zum Nachschauen, so wie viele, viele andere spannende Interviews und Live-Besuche von unseren Dienstleistern. Ja, liebe Andrea, haben wir irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Also bei mir ist immer, wie gesagt, ganz da wichtig, dass die Braut sich wirklich öffnen darf, weil wir können ja nur einen guten Job machen, wenn wir wissen, was die Braut genau denkt. Und bei mir ist es auch nicht schlimm, wenn ich mir sage, ach, du hast dir Mühe gegeben, meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden. Das ist total menschlich. Ja, wir geben unser Bestes jeden Tag, alle, jeder Hochzeitsdienstleister. Aber wenn man nicht miteinander spricht, dann wird es halt einfach schwierig, weil auch meine Glaskugel ist irgendwie kaputt gegangen während Corona. Ich kann nicht mehr in die Zukunft gucken. Und Gedanken lesen können wir alle nicht. Nee, das ist schwierig und Voraussagen ist auch immer schwieriger. Nein, ich sag mal, ne, hab dich jetzt kennengelernt hier, offener Mensch, einfach reden, dann kommt man auch zum Ziel. Ja. Und ich sage einfach mal auch, wie du eben sagtest, wenn es halt nicht passt, die Erwartungen werden nicht erfüllt oder man kommt nicht zusammen, dann ist das, ich sage mal auch, liebe Bräute, nicht arrogant, sondern professionell. Nein. Ja, ja. Manche sagen ja immer, puh, der hat es nicht nötig oder so. Ne? Und nein, liebe Bräute, Brautpaare, auch wenn mein Dienstleister sagt, ich glaube, das passt zwischen uns nicht, dann ist das eine professionelle, vernünftige Antwort, die euch eher nur zugute kommt, denn ihr seid hinterher unzufrieden und wenn der Dienstleister das vielleicht nicht umsetzen kann, was ihr euch wünscht und vorstellt, dann ist es nur professionell zu sagen, sorry, ich bin vielleicht der Falsche für euch, ich bin woanders um, denn es nützt nichts, wenn die Dienstleister einfach nur des Geldes wegen sagen, wir machen das und ihr seid hinterher unzufrieden, deswegen seid ihr eigentlich da gut aufgehoben oder sehr gut aufgehoben.
aufgehoben, die auch mal Nein sagen können. Und das ist halt auch wichtig. Und das hat man sich auch erarbeitet als Dienstleister. Und es schützt euch, liebe Bräute und Brautpaare, vor Enttäuschungen, sage ich jetzt mal. Ja, man kann halt einfach auch nicht jeden glücklich machen. Und manchmal gehen die Erwartungen mit dem, was man hat, um die Erwartung zu erfüllen, einfach so weit auseinander. Und ich glaube auch, dass ich, wie gesagt, ich war selber auch eine Braut und ich kann das total nachvollziehen und ich wäre auch enttäuscht. Und aber was, aber die ist doch Friseurmeisterin, so viele Jahre Erfahrung, die muss das doch können. Nee, gar nichts muss ich. Also ich kann halt einfach nicht ein Handwerk, wenn mir jemand ein Bild zeigt von jemandem, ich kann es nicht zu 100% genauso umsetzen. Ich arbeite mit meinen Händen, ich greife die Haare anders, ich bewege die Haare anders und es wird niemals ganz genauso aussehen. Und von der perfekten Vorstellung darf man sich ein bisschen lösen, wenn man dazu bereit ist. Ne? Also manchmal geht es auch nicht und dann sage ich dann auch ganz ehrlich, weißt du, ich glaube nicht, dass ich dich glücklich machen kann. Es tut mir sehr, sehr leid, aber vielleicht schaust du dich nochmal nach jemand anders um. Und dann wünsche ich auch alles Gute und viel Erfolg bei der Suche nach dem Traumstylisten. Also ich bin da gar nicht böse und es ist manchmal, wie es ist, tut mir dann auch leid, aber ich kann auch nicht alle retten. Nein, ne? Ist quasi schön gesagt, ist wie bei der Ehe, ne? Man muss beidseitig Kompromisse eingehen, absolut, um einen gemeinsamen Weg zu gehen, ja, und das Ziel, ja, zu erreichen. Und ja, das muss gegeben sein, egal was man macht, sei es beim Stylisten, beim DJ, aber auch bei der Ehe. Ne? Mann und Frau müssen auch Kompromisse eingehen, um einen langen Weg gemeinsam zu gehen, um das Ziel zu erreichen. Und ja. Ja, lieber Andrea, es hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, mir auch. Deine abschließenden Worte noch an unsere Brautpaare nach draußen. Also ich persönlich, ich mache das schon so lange und bin immer noch von Herzen gern Hochzeits-Brautstylist. Und für mich ist dieser Hochzeitsmorgen und diese Magie am Hochzeitsmorgen einfach, also so besonders. Und ich mache das, wie gesagt, schon so viele Jahre. Ich bin immer noch aufgeregt, wenn ich morgens weiß, oder abends weiß, ich muss morgen zu einem Brautstyling, bin gebucht. Und ich bin immer noch aufgeregt. Aber ich möchte das auch nicht missen, weil es lässt uns Profis aufmerksam bleiben, dass man halt immer noch mal die Tasche durchwühlt. Hast du die Bürste, hast du den Kamm, hast du die Wickel, die du brauchst und so weiter. Aber das ist auch gut so. Und ja, also ich möchte es nicht missen und mir macht es immer noch nach so vielen Jahren Freude und ich bedanke mich immer wieder von Herzen für das große Vertrauen, diesen besonderen Tag mit begleiten zu dürfen. Das merkt man auch, es sprudelt vor Freude aus dir heraus, ja. Ne, wenn du über deine Tätigkeit sprichst, und so ist es bei vielen Dienstleistern hier, ja, bei Hochzeitsmesse Online. Wir machen den Job nicht nur, weil es ein Job ist, sondern weil es auch eine Herzensangelegenheit, ja, ist. Absolut. Weil wir wirklich, ja, ich sag mal, Träume umsetzen dürfen, können und ja, letztendlich auch jahrelang ja, Erinnerungen haben. Ne? Also wir sind das ganze, ja, Leben quasi präsent. Ne? Auch in 30 Jahren guckt die Braut noch und sagt, guck mal, hat die Andrea das damals nicht schön gemacht. Ja, so ist es halt in unserer Branche und das ist das Schöne und deswegen sind wir mit Herz dabei und Nervosität, ich sag mal, ich bin 25 Jahre DJ, habe 1600 Hochzeiten gemacht als DJ, viele anderen Veranstaltungen. Oh, Wahnsinn, ja. Aber wenn man die Nervosität nicht mehr hat, ich glaube, dann sollte man aufhören. Das, ja, ist dann der Punkt, wo man sagt, nee, also ne, wenn es nicht mehr kribbelt, dann ist es, glaube ich, schon vorbei. Ne? Und das gehört einfach dazu. Ne? Ja, ich sag auch immer, wenn du irgendwas von Herzen gerne machst, dann wird es auch gut. Und dann bringst du das auch als Energie mit und aber, also wenn es dann keine Freude mehr macht, dann machst du deinen Job auch nicht mehr gut und dann ist es besser, wenn du die nächste Generation sozusagen ranlässt und es wachsen ja unglaublich tolle Stylisten nach, das sehe ich ja, was am Markt so los ist und aber es entwickelt sich, es bewegt sich und bin gespannt, wie es ja, jetzt in dieser Hochzeitssaison läuft und wie es die nächsten Jahre weitergeht. Dennoch finde ich immer bei Facebook, die einschlägigen Hochzeitsgruppen, es werden unheimlich viele Stylisten gesucht. Also ich habe das Gefühl, jeder zweite Post in irgendwelchen Hochzeitsgruppen, ja, jetzt weiß ich nicht, du bist vielleicht jetzt nur in Berlin irgendwo vielleicht in Hochzeitsgruppen, jetzt sind wir durch Hochzeitsmesse Online natürlich, ich sag mal, komplett in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, in 80 Hochzeitsgruppen drin. Oh. Ja, und ich habe das Gefühl, jeder zweite Post ist, ich brauche eine Stylistin. Ja, also liebe Stylisten, wenn ihr auch noch bei uns ausstellen möchtet, es werden
keine Stylistin. Also es ist echt so, ich habe es die Tage noch, ich habe jetzt einen Bekannten, wir haben jetzt eine neue Stylistin auch hier in NRW dazu bekommen, die jetzt ausstellt. Und ich habe mir gedacht, also jeder zweite Post, ich brauche jemanden, der meine Haare und Make-up macht. Also es ist Wahnsinn, ne? Ja, ich sage danke, lieber Andrea. Ich danke. Nach Berlin, dass wir das Vergnügen hatten, dass wir viele Infos nach draußen bringen können. Es hat Spaß gemacht, es war kurz, die Stunde ist schon rum. Ja. Und liebe Brautpaare, ich wünsche euch alles Glück, drückt euch die Daumen, viel Spaß und Vergnügen bei eurer Planung der Hochzeit, die bevorsteht. Und ja, ich kann auch nur hinweisen, solltet ihr noch nicht angefragt haben, vielleicht durch gewisse Umstände, verschiedene Dienstleister, es wird langsam bei dem einen oder anderen eng. Ihr solltet anfragen, nicht zu lange warten. Auch für 23 laufen die Geschäfte jetzt schon mittlerweile an, denn die Welle ist natürlich noch nicht direkt gekippt, aber es ist noch viel da von Verschiebungen der letzten 2 Jahre. Es kommen neue Paare dazu. Ich kann immer nur den Tipp geben, du sagtest auch, relativ zügig halt schon mit dem Stand anfangen, wenn das Datum feststeht. Ja, so ist es bei vielen. Also scheut nicht die Zeit und schiebt, sondern geht einfach auf die Leute zu, informiert euch, reserviert euch unverbindlich Termine. Und dann findet ihr auch euren Dienstleister. Es wäre schade, wenn ihr sagt, Mensch, hätte die Andrea gerne, aber ihr wartet einfach vielleicht 2-3 Wochen zu lang und dann kann sie nicht mehr mit seinem Team. Das wollen wir nicht und deswegen fragt früh genug an. Ja, liebe Brautpaare, das war heute mal wieder Hochzeitsmesse online. Heute ein tolles Thema, Styling, Brautstyling, Haare, Make-up für eure Hochzeit. Im März geht es weiter noch mit Musik für eure Hochzeit. Schaut einfach in den Infocounter rein unter Infos. Dort findet ihr die Live-Termine. Im April sind wir auch wieder live unterwegs. Bei www.hochzeitsmesseonline-tv findet ihr alle zurückgelegenen Live-Zoom-Meeting, Live-Streamings. Da könnt ihr euch mal durchschauen und viele spannende Themen sehen. Und ja, surft einfach durch unsere Seite in über 50 Städten mit über 1400 Messeständen, kostenlos, ohne Registrierung. Von jedem Platz der Erde, 24/7, sind wir für euch da. Und jetzt entschwinden wir von eurem Wohnzimmer und wünschen euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt gesund da draußen, viel Spaß bei den Planungen und vielleicht sehen wir uns demnächst hier wieder. Zum Abschluss gibt es noch unser Image-Video von Hochzeitsmesse Online. Ein kurzweiliger Überblick über viele tolle Dienstleister und Dienstleistungen. Lasst euch das nicht entgehen und dann einen schönen